Well, Emily sounds amazing, but I would like for you guys to be the lead singers for this one. You know the song. Ich mag es, wenn Mike lächelt. Wenn er Spaß hat, dann habe ich beim Zugucken automatisch Spaß, weil das so ansteckend ist. Wie Colin hier die Drums spielt, das ist krass. Der drischt da auf die Trommeln ein, richtig cool. Alter, what the fuck? Es ist einfach so krass, wie sie sich von Show zu Show stimmlich einfach so hardcore steigert. Sie hat ja vorher schon eine krasse Stimme gehabt. Diese Dead Sarah Sachen, die sind ja, also, ne, da kannst du echt gar nichts dagegen sagen. Aber die Linkin Park Sachen, da wird sie wirklich von Show zu Show besser. Ist ja auch normal, du entwickelst dich ja auch. Du entwickelst dich ja auch mit den Songs. Das sieht man einfach über die Jahre hinweg, dass sich seine Stimme einfach immer weiter verbessert hat. Wie der einfach live noch geiler klingt als auf der CD. Kannst du mal aufhören, hier ständig auf die Maus zu drücken? Ja, komm her. Also das sagt noch mal jemand, sie sucht keine Aufmerksamkeit. Okay. Das ist einfach so gut. Ey, what the fuck? Das klingt ja unfassbar krass.
mal hier, dieser zerbrechliche Ton, wenn sie das so singt, das gibt dem Song einfach so einen krassen Mehrwert. Unfassbar. Der Song ist ja wirklich hardcore krass schwer zu singen. Chester hat sich mal beschwert, dass er den Song eigentlich wirklich nicht gern singt, wegen den langen Tönen und wegen diesem einen Ton. Ihr wisst genau, welchen das ich meine. Und sie macht das mit Bravour. Ich glaube auch, dass es schwer für sie zu singen ist, ne? So ist es ja nicht. Und dass sie dann ihre zerbrechliche Stimme so einsetzt, neben den ganzen Tönen, wo du wirklich hardcore schreien musst, das ist schon geil, ey. Das klingt einfach wahnsinnig gut und es klingt wahnsinnig erfrischend. Geil, ey. Das ist krass. Ein ganz großes Dankeschön geht an Janana Bäre, Toni Wolf, Eiko, Rexen. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.